Hallo ihr Lieben, ich bin heute wieder bei meiner Oma. Und wir machen heute einen Nudelauflauf, aber Nudelauflauf auf Alinas Art. Oma wollte mit Zucchini, Alina macht kein Zucchini. Oma möchte mit Pilze, Opa mag keine Pilze. Oma muss dann zurückstecken und wir machen heute einen Nudelauflauf, so dass die alle essen können. Und wenn ihr Interesse habt, wie wir dieses Auflauf zubereitet haben, dann bleiben Sie bei uns. Und wir werden unsere Küchenschlacht machen. Erstmal stellen wir den Topf mit Wasser für die Nudeln auf den Herd und lassen es kochen. Und dann brauchen wir noch eine Pfanne, um unsere Soße zuzubereiten. Dafür geben wir das Öl erstmal in die Pfanne. Ich habe 3 Esslöffel abgewogen. Und Oma schneidet schon die Zwiebel. So, fertig. Bitteschön. Ja. Den Zwiebeln schmoren wir nur kurz an und bis Alina jetzt Zwiebeln und dann noch gehacktes anbratet, dann werde ich schon die Möhre grob reiben. Das Gehacktes nehmen wir halb Rind und halb Schwein und es ist auch schon vorgewürzt. So, das Wasser kocht jetzt und deswegen können wir jetzt die Nudeln dazugeben. Die Nudeln sind speziell für den Auflauf und deswegen muss man sie nur 7 Minuten kochen lassen. Jawohl. Und vorsichtig, als das Wasser spritzt. Ja. Und jetzt können wir auch gleich Salz dazugeben, so ein Teelöffel Salz reicht das. Machst du gut, mein Schätzchen. Unser Gehacktes sieht auch schon gut aus. Da können wir schon die geriebenen Möhren reinmachen. So, und Oma schneidet gleich schon die Paprika. Es ist zu zweit und die Küche macht richtig Spaß, oder? Ja. Und dann geht es eigentlich so schnell. Wenn man es zu zweit macht, dann ist dann auch die Küche auch nicht so langweilig. Das lassen wir jetzt so 5 Minuten schmoren. Nach 5 Minuten können wir die restlichen Zutaten auch schon dazugeben. Die Pizzatomaten. Eine Dose haben wir genommen. Paprika. Und ein Becher Sahne. Alles gut umrühren. Und wir lassen nicht lange kochen, vielleicht so 1-2 Minütchen und dann können wir schon alles in eine Auflaufform geben. Die Nudeln sind auch jetzt fertig. Die Nudel übernimmt Oma die heißen Sachen und sieben wir ab. Jetzt müssen wir noch zu Ende würzen mit Pfeffer. Mach mal noch ein bisschen. Gut. Oregano. Wenn ihr mögt, auch Cayennepfeffer. Ja.
Und nach Geschmack auch noch Salz. Ganz süß. So. So, wir sind schon fast fertig. Jetzt kann man auch den Backofen anmachen zum Vorheizen. Und wir werden bei 180 Grad unter Oberhitze auf mittlere Schiene ungefähr so 25-30 Minuten unseren Auflauf fertig backen oder zubereiten. Die Auflaufform müssen wir ein bisschen mit Butter bestreichen. Das übernimmt Oma. Und den Rest übernimmt Alina. Ja, klar. Erstmal machen wir so ungefähr ein Drittel von der Soße auf dem Boden von der Auflaufform. Und verteilen. So, dann geben wir die Nudeln drauf. So, kannst du bitte da noch ein paar wehren sich. So. So. Dann kommt die restliche Soße. Soll ich die ein bisschen helfen? Die Pfanne ist sehr schwer. Dann. Jetzt schon sieht lecker aus. Jetzt vermischen wir es miteinander. Und zum Schluss geben wir noch Käse da drauf, weil ohne Käse wäre das kein Auflauf. Genau. Wir haben jetzt zwei Sorten von Käse genommen, Kartonkäse und Mozzarella-Käse. Dann hat Oma auch ihre Reste verwertet und alles ist weg. So, jetzt geht dieser leckere Auflauf im Backofen. Übernimmt Oma, weil er so schwer ist. Und lassen wir ihn fertig backen. Bei 180 Grad unter Oberhitze auf die mittlere Schiene, so ungefähr 25-30 Minuten. So, unser Auflauf war 25 Minuten im Backofen. Sieht sehr gut aus. Können wir schon rausnehmen. Schau mal, wie toll sieht aus. Nur heiß. So, jetzt können wir es servieren. Und endlich essen. ist schön saftig. Ich wollte gerne noch eine Portion haben auf meinem Teller. Bitte noch einen Löffel. So. Es ist sehr schön saftig. Ich hatte absolut nicht so trocken. Ja, sehr lecker. Und dann können wir noch ein bisschen zum Servieren was Grünes geben. In meinem Fall dann Schnittlauch. Und was für so ein appetitlicher Teller haben wir. Schaut ihr, richtig lecker sieht aus. Wir freuen uns schon auf Mittagessen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen und hoffen, dass ihr einen Daumen hoch da lasst und einen schönen Kommentar schreibt, ja, dass ihr das mal probiert, wie es das euch geschmeckt, Alinas ihre Kreation. Würden wir euch
uns sehr, sehr freuen. Und wenn euch die Videos gefallen, dann würden wir freuen, wenn ihr natürlich mit euren Freunden es teilt und vielleicht ein paar Abonnenten mehr auf Lina und Family Kanal dazukommen. Wir wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.